M4 GT3. Klingt schon gut. BMW Motorsports neues Flaggschiff. Nicht nur für die Langstreckenklassiker, sondern ab jetzt auch in der DTM. Und aus irgendeinem Grund lassen sie mich das Ding fahren. Ich fühle mich wirklich geehrt. Und ich habe ein bisschen Angst. Es ist eine der sehr, sehr raren Gelegenheiten, in denen ein Hersteller potenziell gefährliche Journalisten in eines seiner Rennautos lässt. Vermutlich um zu zeigen, wie einfach der neue fährt. Der Vorgänger M6 GT3 war wohl ein ziemliches Biest. Jetzt soll alles anders sein. So aus der Nähe sieht es aus, als hätte Marvel einen Serien-M4 superheldentauglich gezaubert. 15 cm mehr Breite, diese monströs fiese Schnauze und ein heroischer Wing sorgen für, ich glaube das Wort ist, pornografische Formen. Einziges Überbleibsel vom Straßen-M4 ist der 6-Zylinder Biturbo. Hier aber mit 590 PS und 700 Newtonmeter. Braucht ja auch keine grüne Plakette, wie Projektleiter Achim Klein erklärt. Du hast natürlich beim Rennfahrzeug viel mehr Freiheiten, was das Thema Abgasanlage angeht, Abgasnachbehandlung. Du kannst, dadurch, dass wir hier immerhin 20.000 Kilometer auf dem Rennmotor fahren können, trotzdem mehr an die Grenzen von diesem Material gehen. Ja. Und das löst du über Ladedrücke, über Motorapplikationen, Abgasanlagen. Es gibt Doppelquerlenker vorne und eine Mehrlenkerkonstruktion hinten. Die Stahlbremse kommt von AP. Kein Kundenteam hat Bock auf Keramik, ist viel zu teuer. Nächster Halt, Sitzprobe. Werksfahrer Jens Klingmann erklärt mir erstmal den neuen Innenraum. Das ist das Chassis 01. Das sind wir letztes Jahr gefahren bis November und jetzt fahren wir eigentlich immer das Auto. Das ist unser einziges. Da wurden jetzt 25.000 Kilometer drauf gefahren. Da wurde Valencia gefahren jetzt hier, dann Barcelona davor VLN. Und da wurde eben die ganze Entwicklung auf dem Auto gemacht. Das ist nicht wegschmeißen. Genau. Und damit muss ich nächste Woche auch nochmal fahren. Okay. Paul, klar, einen Reifentest. Okay. Aber deshalb können wir hier, weil eigentlich alles identisch ist, ja, darfst du dich gerne mal reinsetzen. Ja, geht das so oder soll ich? Nein, dann kannst du. Man muss okay. Nicht. Geht auch so. Der Sitz ist so relativ komfortabel jetzt von der Breite erstmal. Und dann probierst du es einfach mal aus. Und dann erkläre ich dir einfach mal so ein, zwei Sachen dazu. Ja, das ist schön. Ja, dann kriegst du noch später Polster rein und so. Das passt dann alles. Ja. Gut, also, pass auf, du kannst auf jeden Fall einstellen, der Sitz ist fest. Du kannst die Pedalbox einstellen, hier, indem man das entriegelt. Mhm. Dann kannst du die von nach vorne und nach hinten schieben, okay, mit deinen Füßen, ja, je nachdem, wie du es brauchst. Okay. Nur mal, dass du es gesehen hast, kannst du dann im Auto perfekt einstellen. Und hier mit dem Hebel die Lenksäule, das heißt, du kannst sie nach hinten ziehen, oben und unten. Ich glaube, das ist dann ganz draußen schon. Und somit hast du halt für kleine Fahrer, große Fahrer, hast du relativ viel Einstellmöglichkeiten, weil der Sitz vom Schwerpunkt auch ist generell festgeschraubt, weil der muss auch hinten mit dem neuen Reglement am Überrollkäfig verschraubt werden. Mit Racing-Askese hat das hier wirklich gar nichts mehr zu tun. Echt bequem hier drin. Es gibt sogar Klima und, aufpassen, eine Sitzbelüftung. Nein, echt jetzt. Keine Soße mehr im Rücken, es ist ein Traum. Fun Fact, das neue Lenkrad geht auch 1:1 für Sim-Racing. Da verschmelzen die Welten wirklich immer mehr. Jens zeigt mir gefühlt noch gut 1000 weitere Knöpfe, aber im Prinzip soll ich einfach nichts anfassen. Achso, ja, peinliches Gehoppel aus der Box dürfte übrigens der Vergangenheit angehören. Und wie du ja schon gemerkt hast, wir haben nur noch zwei Pedale, also Gas und Bremse, genau, wie im Go-Kart, weil die Kupplung haben wir jetzt seit dieser Generation erstmalig am Lenkrad, links und rechts. Der Grund ist eigentlich, dass wenn du aus einer engen Boxengasse zum Beispiel mal links rausfährst, dann geht dir manchmal hier so der Weg aus und du musst die Kupplung loslassen und deshalb haben wir es halt links und rechts, je nachdem, wie du aus der Box rausfahren musst. Aber ich würde empfehlen, dass du dann einfach zum Losfahren, du startest dann den Motor, danach ziehst du die Kupplung, legst den ersten Gang ein und von den Regularien her musst du zwei Sachen gleichzeitig machen. Es gab mal eine Softwareversion, da musstest du die Kupplung nur loslassen und bist einfach losgefahren. Das geht jetzt aber nicht mehr, das heißt, du ziehst die Kupplung, erster Gang, musst mindestens 10% Gas geben oder mehr, du kannst auch Halbgas geben, ist völlig egal. Und dann kannst du die Kupplung eigentlich schnalzen lassen, du musst die nicht mehr modellieren wie ein Pedal, sondern die elektronische Kupplung, die regelt das alles von alleine. Okay. Ist eigentlich wie nur noch ein Knopf im Prinzip. Okay. Die regelt es dann, wenn du sagen würdest, du würdest es abwürgen, würde die automatisch die Kupplung wieder aufmachen und zu und die modelliert sich das so an den optimalen Schleifpunkt eigentlich selbst hin. Dann muss ich beweisen, dass ich nicht verbrennen werde, wenn es eng wird. Aussteigen in unter 6 Sekunden geht irgendwie. Ja, wow. Okay. Das war unter 5 jetzt, oder? Ach so, ja, falls ihr euch fragt, was da auf meinem Helm steht. Mein komplettes Renngepäck ging auf dem Flug flöten und der geschätzte Kollege Naumann war so gütig. Dankeschön nochmal. Das Prozedere sieht 10 Runden vor, dann kurz rein, schauen, ob alles passt und nochmal raus für weitere 8 Runden. Die Idee mit der Onboard-Moderation haben wir übrigens schnell begraben, weil, naja, ihr hört es ja selbst, bisschen laut hier drin.
Auto ist so leicht, so brutal direkt und unmittelbar in seinen Reaktionen. Kein Filter, nichts. Und es dauert wirklich, bis man sich auf die unfassbaren Bremsen und die Aero einstellt. Du bremst natürlich immer viel zu früh und du musst dich zwingen, voll in die Kurve reinzuankern. An der Vorderachse fühlst du dich manchmal etwas verloren, aber du kannst dem Auto wirklich zu 100% vertrauen. Das liegt auch am Quantensprung bei der 15-stufigen Traktionskontrolle. Sogar die Werksfahrer lassen sie immer an. Meine Stufe 10 ist so das Default-Setting. Die Regelung ist so subtil und schnell, dass du gefühlt ohne fährst, aber natürlich rettet sie dir trotzdem regelmäßig den Hintern. Was ist eigentlich mit dem Motor? Naja, der schiebt auch bei sehr niedrigen Drehzahlen, etwa in langsamen Dritte-Gang-Ecken, schön von unten raus. Und obenrum explodiert er dann total. Keine Ahnung, welche Drehzahl, eben bis die Schaltblitze im Display das Tanzen anfangen. Das Kawum, Kawum, Kawum der sequentiellen X-Track-Box ist natürlich total episch und schlägt wirklich ordentlich rein. Irgendwie ist man vom Rest so überwältigt, dass der Antrieb weniger rauscht als erwartet. Abgesehen von den ganzen irren Geräuschen, die er so macht natürlich. Klar ist er schnell, aber er ist nicht, ich mach mir gleich in die Hose schnell. Dafür entfaltet er auch zu gutmütig. Sehr fahrbar natürlich und das ist ja das, was man eigentlich will. Im ersten Stint bin ich schlicht und ergreifend lahm. Ich glaube, Jens ist einfach glücklich, dass ich seinen Dienstwagen ganz gelassen habe. Im zweiten Stint wird es deutlich besser. Langsam weiß ich, wo es auf den 4,2 Kilometern von Ricardo Tormolang geht. Mehr auf die Aero und die TC vertrauen. Später bremsen, noch später und dann noch später. Und du musst echt ordentlich reinnacken ins Pedal, damit sich irgendwas rührt. Sonst kann man mit diesem wunderbaren Auto aber wirklich nicht viel falsch machen. Zeit für die Abrechnung und für die Rundenanalyse. Also, falls ihr mich in den Kommentaren jetzt so richtig grillen wollt, am Schluss gab es eine 1,41. Zum Vergleich, die Pros wie Jens oder Augusto Farfus fahren so 6 bis 7 Sekunden schneller. Viel Luft nach oben also für den GT3-Piloten Wagner und am Auto lag's ganz bestimmt nicht. Apropos, was sagt eigentlich der Jens selbst zu seinem neuen Dienstwagen? Ich glaube, mein Highlight ist eigentlich ist die Traktionskontrolle, ja. Weil du wirklich in der Mitte der Kurve einfach mit viel Lenkwinkel einfach wirklich ans Gas gehen kannst, den ersten Gang. Und die Traktionskontrolle, du kannst dich richtig anlehnen, die fängt dich früh genug ein und du kannst eigentlich nichts mehr falsch machen. Und weil die so gut ist, musst du auch nicht mehr so den Reifen managen. Mhm. Im alten Auto musste man immer ab der ersten, zweiten Runde schon anfangen, sich den Reifen einzuteilen über so eine Stunde. Ich fühle mich nach dem Tag echt wie ein Werksfahrer, vermutlich der langsamste aller Zeiten. Aber hey, das Auto lebt noch. Zeit für ein paar abschließende Gedanken. Ja, ich muss mich erst mal ein bisschen sammeln, aber ich bin echt erstmal grundsätzlich sehr, sehr happy, dass ich nicht 400 irgendwas 1000 Euro in die Leitplanke gesetzt habe. Ja, etwas erleichtert. Nee, ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen Sammel gehabt. Das ist echt ein Monster, wenn man das so sieht. Aber also wie jetzt alle auch bei BMW gesagt haben, weil ich super easy zu fahren, heute wird's laut. Ja, er ist laut. Echt krass, wie einfach das zu fahren war irgendwie. Jetzt auch, wenn du von der Geraden kommst, dann mit 230 oder sowas, bremst du den komplett an, haust voll in die Eisen, da versetzt nichts. Was mich auch echt überrascht hat, war, du gehst in eine Kurve rein, natürlich versaust du es mal und lenkst du ein bisschen zu stark ein, haust ein bisschen zu stark aufs Gas, aber da passiert nicht viel, der geht leicht weg. Du kannst ihn echt fast einfacher fangen wie den Serien M4. Total beeindruckend und dann natürlich halt die Bremse. Ja, es ist halt bei den Rennautos, es ist halt immer wieder die Bremse. Du bist ja nach den ersten 5-6 Runden bist du da und du bist ja nicht mal ansatzweise da, wo du irgendwie bremsen könntest und tastest dich halt so langsam vor. Und das war natürlich wahrscheinlich immer noch nicht annähernd Schluss, wo du dann wirklich am Schluss bremsen kannst. Das sind ja auch irgendwie Kundenfahrzeuge, ja. Man kennt das ja mit den Kundenteams. Da hast du dann die Gentleman Driver, die haben dann viel Geld, vielleicht nicht ganz so viel Talent. Oder irgendwelche Journalisten pfeifen wie uns, die dann diese Dinger fahren. Und ja, willst ja auch deine 24 Stunden fahren und willst das Ding heil anbringen und nicht nach zwei Runden rausfliegen. Das gelingt hier super mit dem Fahrzeug. Das ist echt wahnsinnig gut und wahnsinnig schön zu bewegen. Auch mit der Traktionskontrolle, wie das alles funktioniert. Also das ist herausragend und wirklich super geil abgestimmt. Es ist halt, gibt ja einen Grund, warum so viele Leute irgendwie Rennen fahren, obwohl es so sauteuer ist. Aber es ist halt ganz was anderes. Es ist halt immer besser als irgendwas, was irgendwie eine Straßenzulassung hat, jemals sein könnte. Fantastisch, echt gut.